Unter Krieg leidet vor allem die Zivilbevölkerung. Seit die Kämpfe in der Ostukraine vor fast einem Jahr ausbrachen, starben laut der Vereinten Nationen 6.000 Menschen. Rund 14.000 wurden verwundet. August 2014, bei einem Treffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko, wird vereinbart, 20 verwundete Soldaten in Deutschland zu behandeln. Wenige Wochen später werden sie ausgeflogen und in die Bundeswehrkrankenhäuser in Berlin, Hamburg, Koblenz und Ulm gebracht. An der Auswahl war auch das Auswärtige Amt beteiligt. Als einfacher Soldat wurde beispielsweise dieser Mann nach Deutschland gebracht, Roman Sokorenko. Doch er war kein ukrainischer Armeeangehöriger. Er kämpfte im Azov-Bataillon. Wolfsangel und schwarze Sonne, Symbole des ukrainischen Freiwilligenverbands, in dem Neonazis aus ganz Europa kämpfen. Vor allem aus Kroatien, Frankreich, Skandinavien und der Schweiz. Auf eine Anfrage der linken Fraktion antwortete die Bundesregierung, Zitat: Von Anführern des Bataillons Azov sind rassistische und antidemokratische Äußerungen belegt. Es kann daher von einer rechtsextremen Haltung des Bataillons ausgegangen werden. Auch Sergej Chumak war kein einfacher Soldat. Der Kämpfer stammte aus dem Freiwilligen Bataillon Donbass. Mit einer Handverletzung soll er ins Hamburger Bundeswehrkrankenhaus eingeliefert worden sein. Das Donbass-Bataillon erklärt mit 6 weiteren freiwilligen Einheiten, einen eigenen Generalstab gründen zu wollen. Eine offene Ablehnung gegenüber der regulären Armee. Mit unterzeichnet hatte auch der rechte Sektor, eine radikal-nationalistische Bewegung mit eigenen Milizen. Wie weit sich diese Gruppen verselbstständigt haben, zeigen Aufnahmen, mit denen der rechte Sektor wirbt. Vermummte machen Jagd auf vermeintliche Drogendealer und Abhängige. Öffentlich misshandelt und gedemütigt. Die echten Polizisten schauen zu. Deutsche Hilfe für Einheiten, die sich nicht an die reguläre Armee oder Polizei gebunden fühlen. Bundeswehrunterstützung auch für Freischärler aus einem ukrainischen Neonazi-Bataillon. Freischärler in Bundeswehrkrankenhäusern, auch eine Frage der politischen Botschaft.